So, hallo und willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play The Sims 3 Perfect Genetics Challenge. Zuallererst mal, also ich habe jetzt seit einem Wöchchen nicht mehr aufgenommen, möchte ich einmal ganz kurz mich dafür entschuldigen, dass ich anscheinend den Namen der kleinen Nachfolgerin hier falsch ausgesprochen habe, denn ich habe jetzt weitreichend recherchiert und festgestellt, dass die meisten Leute das Arwen aussprechen, deswegen werde ich jetzt einfach Arwen ab heute sagen zu ihr. Es tut mir sehr leid, falls ich Herr der Ringe, ist doch Herr der Ringe, oder? Fans damit auf die Füße getreten bin. Das ist, ich gucke sonst echt viele von diesen Serien und Filmen und so, aber tatsächlich ist Lord der Ringe, wollte ich erst sagen, ein bisschen an mir vorbeigegangen. Deswegen ja, aber ich gebe mir Mühe, das zukünftig richtig auszusprechen. Das ist ja auch etwas wichtig, denn sie ist ja auch die Nachfolgerin, und dann neue Anführerin der neuen Generation hier bei der Perfect Genetics Challenge. Also ja, Arwen. Alle sind am Schlafen, oder wie sich das? Nee, die Kinder werden schon langsam wach. Essen ist leider nichts mehr hier vorhanden. Die Burger sind alle schlecht geworden. Das heißt, Arya müsste dann vielleicht einfach mal... hallo? Warum geht das nicht? Raffeln, du kannst dir dieses Rezept nicht leisten. Was? Wir haben auf einmal nur noch 5 Simoleons? Wie ist das denn geschehen? Sag einmal, wie kam denn das? Ach so, weil ich das hier gekauft habe, ne? Ja, dann müsst ihr halt alle mal... Ach so, wir haben noch Reste. Ja, dann ist doch alles safe. Dann ist doch alles tutti. Dann wollen wir ja gar keine Sorgen machen. Legolas Salvatore beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. Das ist nicht so schön. Ich hoffe, ja, du kannst dir mal wünschen, eine Stimmlegende zu werden, warum auch nicht. Ich hoffe, der erholt sich bald. Wir lassen ihn vielleicht einfach mal ausschlafen. Schlaf soll ja immer gut sein, wenn man krank wird. Oh, irgendjemand muss aber jetzt mal ins Bett legen. Ich würde sagen, Bella, könntest das mal tun. Bella ist natürlich glücklich, dass sie jetzt endlich die kleine Feenprinzessin geboren hat und ja, die dann die Dynastie weiterleiten kann und sie jetzt offiziell nicht sich weiter schwängern lassen muss, sondern ja, da einfach ganz fröhlich vor sich hin wirtschaften kann. Und ihre Karriere verfolgen kann und so weiter und so fort. So, dann wünscht er sich natürlich, dass sie Geschicklichkeit verbessern kann. Dann fangen wir hier schon mal an und macht den Geschirrspüler irgendwie, dass der leise läuft. Oh, heute ist Liebestag. Heißt es, die Kinder müssen nicht zur Schule? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Tschüss, hallo. Hoppala. Jetzt kriegst du Anschluss von deiner Bitten, Haus zu verlassen. Das ist schon hart, Rosalie. Du brauchst sie nicht gleich bitten, das Haus zu verlassen. Es reicht, wenn du sie bittest, den Raum zu verlassen, wenn du gerade duscht. Aber okay, mach deine Hausaufgaben. Alice, hast du auch noch Hausaufgaben? Oh, Alice hat ihre Hausaufgaben schon gemacht. Da bin ich doch stolz. Dennoch spielst du bitte nicht mit deinem imaginären Freund. Aria macht auch gerade ihre Hausaufgaben. Oh, und muss jetzt brechen? Warum musst du den brechen? Warum muss sie den brechen? Bist du krank? Oder hat sie irgendwas gegessen, was nicht gut war? Aber hier steht gar nichts. So, weg vom Klo, Kind. Ich muss brechen. Ich muss brechen. So, Alice, du kannst hier mal ein bisschen malen. Dave ist anscheinend auch schon wach. Dann kann er hier mal weiter an Büchern schreiben, die uns vielleicht mal ein bisschen Geld bringen, damit wir das Haus weiter renovieren können. So, aber wenn du eh schon im Bad bist, dann geh duschen, auch wenn es sich mir nicht erschließt, warum du jetzt brechen müsstest. Ah, okay. Aber hey. Okay, then. So, und Legolas, ui, ja, jetzt ist er auch noch schlecht gelaunt. Du kannst jetzt hier mal ein Bild malen. Wie ist es damit? Das ist doch schön. Das ist doch schön. So. Bella, wie sieht's aus? Hast du es bald fertig da? Deine Verbesserungsgeschichten?
Da eher nicht. Ja oder nein? Oh. Und danach muss sie vielleicht mal abend füttern. Ahwen. Ja, keine Ahnung. Ich dachte irgendwie, das wäre ein hartes R. Aber anscheinend nicht. Hätte ich mir auch denken können. Das ist ja auch kein deutsches Buch, oder? Herr der Ringe, also der Film und das alles, das ist ja alles auch. Also ich meine, das hätte ich mir alles denken können. Habe ich aber nicht. Ich habe auch Videos gefunden von Leuten, die Arwen gesagt haben, also so wie ich das gesagt habe. Aber ich habe mehr Videos, also wir machen das jetzt einfach international. Ich habe halt mehr Videos gefunden, wo das. Ach so, scheiße, ja, wir können uns das gar nicht lassen. Verzeihung. Wo das halt so ausgesprochen wurde und deswegen spreche ich das jetzt so aus. Es sei denn, irgendjemand kriegt hier einen Tobsuchtsanfall und möchte, dass ich das nochmal anders ausspreche, dann mache ich das natürlich auch gerne. Da habe ich ja gar kein Problem mit. Ach, heute müssen wir gar nicht in die Schule. Das ist doch sehr schön, Aria. Dann geh doch hier mal da diese. Ach nee, weißt du was? Geh erstmal auf Toilette. Warum schreist du denn, Arwen? Bitte nicht. Bitte nicht schreien. Bitte beruhigen Sie sich. Gehen Sie auf die Töpfchen. Ach, Sie können doch gar nicht alleine auf die Töpfchen gehen. Gut, dann muss Bella dir das jetzt beibringen. Und danach kannst du da arbeiten. Danke, danke. Vielen herzlichen Dank. So, Dave muss auch nicht arbeiten dann, ne? Nicht, genau. Sehr schön. Jetzt ist sie gelernt, aufs Telefon zu gehen. Das ist ein deutlicher. Ey, mich nervt das jetzt voll, dass wir gar kein Geld haben, dass sie halt nicht mal was kochen können. Aber wir schicken ja Ariane jetzt da diese Arbeit erledigen. An einem Feiertag. Das war eigentlich auch nicht nett, aber hey. Seit wann sind wir hier nett? Frage ich euch. Ganz direkt. So, und dann wickelst du sie mal. Und sonst kann sie ja schon alles, ne? Super Sache. Dann können wir sie nämlich hier wieder ins Bett legen. Oh, ich freue mich schon, wenn wir Bella wieder zur Arbeit schicken können. Ich glaube, die hat richtig Bock. Ich glaube, die hat richtig Bock. Die ist ja schon ewig nicht mehr bei der Arbeit gewesen. Und eigentlich hat sie ja schon auch einen Lebenswunsch, der sich mit ihrer Karriere beschäftigt. Deswegen ist das schon ganz gut. So, Legolas malt jetzt noch sein Bild zu Ende. Bella, wo bist du hin? Hier hinten. Ja, wir können auch irgendwann ein Spielzeugherd kaufen, aber eben alles nicht heute. Gehen wir ein bisschen baden hier. Denn heute ist leider kein Geld vorhanden für all diese Dinge. Das Haus war halt teuer, die Möbel waren teuer. So, oh, sehr schön. Da haben wir ein bisschen Geld gekriegt. Von Daves Büchlein. Dann kann Dave schon mal aufhören zu schreiben. Und dann endlich ein ordentliches Mittagessen machen hier. Klebrige Carbonara zum Beispiel. Und Alice kann mal ihr Bild verkaufen. Sehr schön. Und dann haben wir jetzt auch Geld bekommen. Urlaubsgeld. Ach, seht ihr, es geht doch bergauf. Es geht noch bergauf. So, Legolas hat sein Bild auch fertig gemalt. Schön, kann es verkaufen. So, Leute, und dann sieht das doch schon wieder ganz anders aus hier. Wir können auch Bella mal wieder, wo ich die gerade so Gitarre spielen sehe, hier in den Park schicken. Und ein bisschen Gitarre spielen lassen. Für Trinkgeld. Das hat sich ja bisher auch immer ganz gut gemacht, nicht wahr? Freunde. So, wo ist sie denn hier? Ach so. Hier, für Trinkgeld spielen, mach mal. Wenigstens, dass wir ihre Laune ein bisschen hochkriegen. Sehr schön, Bella. Gut, machst du das. So, und dann muss ich mal gucken, wie wir alles abfüttern müssen. Legolas hat Hunger.
Auch bei den anderen hält sich einigermaßen in Grenzen noch, ne? So, Dave, du kannst trotzdem dann mal die Rechnung zahlen. Ups. Hä? Und Post nehmen, ja. Weil mit Quelle im Rathaus sprechen. Hä? Ach hier. Interview führen. Kommt zwischen 19 und 23 Uhr an einem anderen Tag. An einem der folgenden Tage wieder jeden Tag. Okay, dann warten wir halt bis 19 Uhr, ist auch okay. Sehr schön. Da ist wieder Geld eingegangen. Von Aria, oder? Ja. Super. Super Sache. Dann kann sie jetzt nach Hause kommen und was essen. Wie lange hat denn Aria noch? Auch nicht mehr so lange, ne? 5 Tage bis zum Geburtstag. Und wie alt ist unser Dave jetzt? Oh, 86 schon. Ich wollte doch noch seinen Lebenswunsch erfüllen. Hier, geh mal ein bisschen Computerspiele spielen schnell. Nee, du kannst jetzt auch mal was essen, Rosalie. Hallo, Rosalie. So. Dann Alice. Ach nee, Leo, das ist jetzt doof. Steh bitte auf. Hier ist alles voll mit Sitzecken. Warum musst du denn dich auf den Stuhl von deinem Vater setzen? Setz dich bitte hier hin und halt die Gusch. Danke. Oh nee, weißt du was? Was hat der da schon wieder eine Falle hingemacht? Was soll denn die? Ihr wisst schon. Oh, wisst ihr, was wir hier machen können? Das ist mir jetzt erst aufgegangen. Man könnte hier richtig gut einen Garten machen, oder? So einen richtig schönen. Wir haben gar keine Samen. Aber wir können ja welche kaufen. So einen richtig schönen Garten kann man hier draus machen. Haben die gar keine Türen denn? Ach doch, hier. Hier ist die Tür. Oder? Ja. Könnte man richtig schön Garten hinmachen. Aber ja, gut Ding will Weile haben oder so ähnlich. So, verkauf das hier mal bitte. Und dann hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Ja. Na gut. Dann kannst du hier oben ein bisschen malen üben wieder. So, Dave, hattest du genug Spaß? Kannst du jetzt dein Buch da weiterschreiben? Rosalie, warum nervst du immer alle gerade? Was ist dein Problem? Kannst du hier nicht was aufräumen irgendwie? Guck mal, das Buch hier, das kannst du zum Beispiel weglegen. Das liegt hier nur im Weg. Dann kann Aria mal ein Bild malen. Der hat ja auch schon wieder richtig Bock drauf. So, dann können wir Rosalie nochmal in die Kunstgalerie schicken, dass sie sich ein paar Bilder anguckt, weil da wollte sie ja unbedingt hin. Hier, geh noch schnell. Es ist ja noch hell. Boah, da habe ich auch wieder gut gereimt. Hier irgendwie bringt es nicht so richtig heute. Ne, Bella, komm mal wieder nach Hause. Boah, was war das für ein Geräusch? Das gehört, das kam irgendwie von tief aus meinem Hals. 86 Simoleons hat sie heute verdient. Toll. Toll. Das hat ja echt was gebracht jetzt. Bin ich richtig froh, dass wir das gemacht haben. So, dann geh schlafen einfach. Kannst du wieder an den Computer, wenn dein Mann schläft? Oder beziehungsweise müssen ihn gleich ins Rathaus schicken, wahrscheinlich. Oh, Alice. Und ich muss mich auch noch kümmern. Komm her, iss was. Geh auf Toilette und geh duschen. Und dann können wir dich schon mal ins Bett schicken. Dann haben wir dich nämlich abgefrühstückt. Was möchte sie? Level 4 erreichen. Okay. So, und dann können wir die hier nacheinander schon mal ins Bett schicken. Aria kann ins Bett. Legolas kann auch ins Bett. Oder? Wann stehen die dann auf? Ach, um 2 steht sie dann schon. Ah, egal. Ich schicke sie trotzdem ins Bett, dann hat sie immerhin ausgeschlafen. Rosalie, wo bist du?
Ach, du bist immer noch an der Kunstgalerie. Okay, komm jetzt mal wieder nach Hause. Hier stehen irgendwie gruselige Frauen rum. Komm heim. Na los. Oh. Komm nach Hause. Das sieht irgendwie richtig scary aus hier. Besser ist es, du kommst jetzt nach Hause. Warum schneit es denn schon wieder so krass? Es ist Frühling, hallo. Noch 3 Tage bis Sommer, aber Hauptsache es schneit. Alice. Geh schlafen. Wenn Rosalie zu Hause ist, kann sie auf Toilette gehen und sich ihre Zähnchen putzen und dann auch schlafen gehen. Achso, geh mal, schaffst du das jetzt noch, das Interview zu führen oder bist du zu müde? Es wäre unglaublich geil, wenn du das schaffen würdest, Dave. Bitte geh. Bitte geh jetzt, sonst kommst du zu spät. Ich bin auch brutal, ne? Aber was sein muss, muss sein. Oh, jetzt kommen hier noch Aliens, würde ich schon sagen. Zombies. Rausgeklatscht aus dem. Ist das Emily? Was? Emily ist ein Zombie geworden. Nein. Aber sie sieht immer noch sehr hübsch aus. That contour, though, girl. Girl. Emily, warum bist du ein Zombie? I don't understand. Okay, Bella. Du musst dich um deine Jüngste nochmal kümmern. So, Legolas, du kannst jetzt auch mal eben schnell unten die Toilette benutzen und dich dann in dein Bettchen schwingen. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so geil, dass sie ein Zombie ist. Naja. Was soll ich euch sagen, Leute? Man kann nicht alles haben. Da kriegst du schon das schönste Kind aller Zeiten und dann ist es nicht die Nachfolgerin und dann lässt es ausziehen und dann ist es auch noch ein Zombie. Was soll das? Was soll das? Ich hoffe, das bricht jetzt nicht ab um 23 Uhr. Nee, ne? Das läuft noch. Das läuft noch. Legolas hat wieder bessere Laune. Das Kleinkind darf nicht. Dann geh doch einfach mal so lange hier aufs Töpfchen, Mensch. Das ist aber auch eine kleine Nervensäge. Holala. So. Bella, genau, lass mal in ihrem Buch weiterschreiben. So, Dave ist völlig fertig. Völlig fertig. Der kann direkt ins Bett gehen, wenn er nach Hause kommt. Aber ohne Umwege. Sofort ins Bett. Warum sitzt du immer nur rum? Warum gehst du nicht mal hin und spielst? Du hast so viele schöne Spielsachen. Bitte geh und spiel. So, jetzt haben wir auch endlich genug Geld, um hier dieses Puppenhaus zu kaufen, was sich alle so wünschen. Und kaufen direkt ein richtig schönes, so ein viktorianisches, geiles Puppenhaus. Und oh, nicht in Grün. Oh, das finde ich schön. Das sieht so richtig scary aus. Scary, obwohl wir nicht keine Vampirfamilie haben, aber kann ja trotzdem ein bisschen gruselig sein hier. Super. So, und dann, wenn Arya wach ist, kann sie direkt sich die Zähne putzen und dann, ach so, müssen wir noch kurz warten, bis es die Frühstücksoption gibt hier. Ich glaube, die gibt es ab 1. Wenn ich nicht irre. Hallo? Liebe Uhr, kannst du bitte auf 1 umschalten? Hallo? Ist so Zeit stehen geblieben? Ah, jetzt. Frühstück servieren. Versuch's mal mit Pfannkuchen. Die sind nämlich günstiger. Sonst alle fit? Er wünscht sich zu sehen, wie Ruby heiratet. Ist Ruby denn überhaupt nah dran zu heiraten? Nein. Dann weiß ich nicht, ob wir dir das erfüllen können, Dave. Kann mich auch nicht mehr erinnern, warum ich das eingeloggt habe als Wunsch, aber ich habe es getan. Jetzt
Es ist die Frage, ob sie das alles. Oh nein. Es ist übrigens super hell gerade. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so hell ist, aber das ist, weil Vollmond ist. Wie ihr vielleicht am Zombie vor der Tür gemerkt habt. Dann nimm dir mal einen Pfannkuchen. Wenn du Gulasch machst, kann er sich auch einen Pfannkuchen nehmen. Rosalie kann sich dann später auch einen Pfannkuchen nehmen. Alice braucht keinen Pfannkuchen, weil sie keinen Hunger hat. Dave können wir eben mal schnell aufstellen lassen, damit er einen Pfannkuchen nimmt. So, dann geht du mal schnell auf Toilette. Und dann kannst du hier fortfahren. Der ist immer noch total gestresst, der Dave. Totally gestresst. Aber wir schicken ihn jetzt gleich mal duschen. Seine Tochter sich da mal aus dem Bad verpieselt hat. Dann wird es hoffentlich besser. War das eine Jobgelegenheit? Ja, war's. Und dann kannst du auch noch ein Nickerchen machen, schnell. Und Bella hat, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel Bock. Gerade aufschreiben. Dann lasse ich sie mal ein bisschen Schach. Ach nee. Ach, ist egal, dann spielen Computerspiele, ist auch okay. Ach so, Rosalie, steh mal auf. Dann kann Legolas sich um Arwen kümmern und sie ein bisschen in die Luft werfen und kuscheln und sich allgemein mit dem Baby beschäftigen. Dann kannst du sie nochmal schnell wickeln, die Kleine. Und sie dann absetzen. Und dann kann sie hier ein Töpfchen benutzen und du machst das andere Töpfchen leer. So, Rosalie schicken wir gleich nochmal schnell duschen. Oh, Alice, komm mal her hier. Nimm den Teller. Aria schließt bald die Schule ab. Das ist sehr schön. Ein Schulkind weniger. So, Bella, du kannst ja auch mal was zu essen nehmen. Dave. Es geht los, Dave. Es geht los. Geh zur Arbeit. Du kannst nochmal schnell ein bisschen Schreiben üben. Super, Aria, danke. Verkauf's bitte. Ich möchte gerne 5 Gemälde im Haus haben. Ja, das machen wir dann, wenn es soweit ist. Gerade nicht. Können Sie nicht auch noch mal schnell duschen? Nee, ne? Schaffst du nicht mehr? Geht zur Schule, bitte. Alle. So, du kannst mal ein bisschen aufräumen. Nicht, dass uns das neue Haus direkt verdreckt, nicht wahr? Das wäre ja dramatisch. Dann stell das weg, genau. Dann musst du das da hinten noch leeren.
Ja. Das Töpfchen leeren. Oh ja, wir haben gar keinen Mülleimer hier stehen für die Töpfchen. Da müssen die mal rauslaufen. So, und dann. Ich bin zu weit weg. Und dann fütter sie bitte nochmal. Schnell, und dann kannst du dich kurz ein bisschen aufs Ohr packen, bevor du nachher zur Arbeit musst. So, er kann sich erstmal ein bisschen entspannen. Unser guter Dave. Der hat jetzt, glaube ich, auch langsam mal den Hals voll vom ständigen Ackern. Den könnten wir halt eigentlich auch theoretisch in Rente schicken, aber er verdient so gut, dass ich ihn lieber die 4 Tage noch immer arbeiten lasse, damit wir genug Geld anschaffen können. Anschaffen. Scheffeln können, damit wir dann das Haus ordentlich renovieren können. Sammelwissen, Informationen, ja. Okay. Sehr schön, damit hat sie am Xylophon alles gelernt. Dann kann sie hier rüber stokeln und mit der Steckbox weiter lernen. Wir spulen hier mal ein bisschen vor. Oh, da hat sie jetzt auch schon alles gelernt. Wo sind alle Kinderbücher weg, die wir hatten? Hatten wir gar? Ach, wir hatten gar keine Kinderbücher. Oder? Wir hatten das hier. Ich glaube, das war in der 100 Baby Challenge, was ich gerade erinnere. Nicht in der Perfect Genetics Challenge. Hier probieren wir damit zu lesen, aber ich weiß, dass es ein Buch gibt, wo die bei mir irgendwie nichts lernen. Deswegen keine Ahnung, ob es das ist. Und wieder eine Gehaltserhöhung für Dave. Wahnsinnssache, Dave. Wahnsinnssache. Achso, jetzt ist sie auch langsam ein bisschen müde, und das ist sowieso nicht das Buch, mit dem sie was lernen kann. Leg sie mal ins Bett. Und dann kannst du dich auch ins Bett legen. Ach Bella, dann kannst du auch dich direkt noch ein bisschen schlafen legen. Erstmal Nickerchen und dann ab ins Bett. Weil ich dachte irgendwie, dass Dave erst also später wieder kommt. Montag um 18 Uhr ist die Tanzveranstaltung. Da möchte Arya verständlicherweise hingehen und Legolas möchte auch hingehen. Und das werden wir ihnen auch nicht verwehren. Rosalie möchte eine außerschulische Aktivität. Eine außerschulische Aktivität. Meinetwegen, Arya, geh gerne zu Hope. Ich weiß gar nicht, ob wir sie noch anmelden können dafür. Also Rosalie, weil. Das nehmen wir mal raus, weil es hat irgendwie nicht geklappt. Weil manchmal sind die ja schon zu alt und dann geht das nicht mehr. Ach so, ja, dann gehst du doch nicht nach der Schule dahin, weil du musst jetzt eh zur Arbeit. Sorry, hatte ich verpennt, hatte ich leider nicht mehr auf dem Schirm. Kannst du mal die Post nehmen, schnell. Oh, wo bist du denn? Oh, sorry, warum bist du denn auch hier hin? Ach so, ja, die Schule ist ja so weit weg. Ich dachte, die sind irgendwie jetzt nochmal eine extra Kurve gefahren, aber nein. Die Schule ist tatsächlich so super weit weg vom Haus oder allgemein von allen Dingen. Genau, dann kannst du direkt zur Arbeit gehen. Irgendwie schon wieder ein Liebesbrief für Bella, die auch gleich zur Arbeit muss. Es ist schon wieder so finster hier, obwohl, ich weiß nicht, was los ist mit dieser Nachbarschaft. Obwohl ja bald Sommer wird, ist es schon wieder echt widerlich. So, dann kannst du dich erstmal für Ballett anmelden.
Du kannst in der Zeit kurz schon mal mit den Hausaufgaben anfangen. Jetzt geht sie den ganzen Weg hoch zu dem. Oh, Bella. Arbeit. Wo steht denn ihre Fahrgemeinschaft? Hier hinten? Ist das euer Ernst? Warum? Okay. Warum auch immer sie den ganzen Weg dahin rennen muss. Statt dass sie einfach bis nach da vorne hinfahren. Aber okay. Läuft. Ups, 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 ups. Hatte vergessen, dass sie bei der Arbeit ist. Sorry, Leute. Ich klicke immer einfach auf die Leute und dann vergesse ich, dass wir dafür einmal durch die ganze Stadt gezerrt werden. Dave. Steh doch mal auf, sei so nett und mach Essen für alle. Okay, Alice macht ihre Hausaufgaben. Rosalie kann sich auch mal eben anmelden. Melden Sie mal für Pfadfinden an, weil dann machen die nicht beide das gleiche, die Zwillinge. Die sind ja auch sehr unterschiedlich. Und die möchten vielleicht einfach unterschiedliche Dinge. Und danach kannst du mir draußen mal diese Zeitung wegwerfen, bitte. Aria ist fertig mit Arbeiten. Fertig. Das ist natürlich super, dieses Küchengerät. Das erspart einige Arbeit. Und die schneiden sie nicht ständig. So, dann schicken wir dich mal duschen. Und dann kannst du. Ach nee, das ist nicht dein Bett. Kannst du dich in dein Bett legen und ein bisschen schlafen. So, und dich lassen wir jetzt mal richtig hart arbeiten, damit du dann endlich auch mal befördert wirst hier und deinen Lebenswunsch erfüllst, bevor du eine richtige Erwachsene bist. In 48 Tagen. Hat schon jemand Hunger? Rosalie auf jeden Fall. Alice auch. Die scheint ja auch mit den Hausaufgaben schon fertig zu sein. Oh, Legolas ist auch gerade von der Arbeit gekommen. Super, dann kann er auch direkt duschen gehen hier. So, Rosalie ist sehr müde und kriegt das allein anscheinend nicht hin, ins Bett zu gehen. Deswegen schicke ich sie da jetzt mal hin. So, Legolas kann eben sein Bild fertig malen und dann schicken wir ihn auch danach schlafen. So, Moment, wir müssen mal kurz hier noch Arwen füttern, damit wir den noch vergessen. So, Alice, und du kannst dann eben schnell duschen gehen. Höre dir an der Stirn lange, so lange Musik an, bis sie deinem Song gefällt, um deine Jobleistung und die Beziehung zu deinen Kollegen zu verbessern. Okay. Jetzt habt ihr die schon kaputt gemacht, oder was? Ja, gut. Eure Mutter repariert das dann, wenn sie wieder zu Hause ist. Dann schreibt das mal weiter hier. Du geh mal auf dein Töpfchen. Ach Mensch, das läuft doch richtig gut bei der Arbeit, Mensch, Bella. Es läuft doch richtig gut. Aria Salvatore beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. Schön. Also, das ist natürlich nicht schön, aber. Was soll ich tun? Was soll ich da tun? Damit kann sie aber was lernen mit dem Buch. Da bin ich mir sehr sicher, dass das geht. Oh, sie ist ein bisschen überarbeitet. Aber es ist okay. Dave hat 60 Simoleons mit seinem Kapitel verdient. So, ich würde sagen, ich beende diesen Part jetzt hier. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert.
damit ihr keinen Part mehr verpasst. Und ihr könnt sehr gerne Namensvorschläge unten in die Kommentare schreiben für zukünftige Generationen von Feen und Halbfeen. Regel bei dieser Challenge für die Namen, also die Regel, die ich so gestellt habe für die Namen, ist, dass alle Namen irgendwie halt übernatürlicher Natur sind. Also aus Büchern oder Serien oder Filmen, in denen es ums Übernatürliche geht. Das könnte Harry Potter sein, das kann Vampire Diaries sein, das kann Teen Wolf sein oder ja, Game of Thrones, alles Mögliche. Wie ihr seht, an Arwen gebe ich denen auch gerne Namen, die ich selber nicht kenne. Da laufe ich dann manchmal Gefahr, die falsch auszusprechen, aber ja. Schreibt mir bitte trotzdem immer dazu, wo ihr die Namen her habt, also aus welcher Sendung oder so die stammen, damit ich das irgendwie nachvollziehen kann. Ja, und das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Ciao.